Na, Mann. Geht weg. Ach ja, ich habe meine Rüstung. Zwei Rüstungsteile habe ich schon voll hochgeballert. Schatzgoblin. Ich muss warten. Nein, er ist abgehauen. Oder? Der hier ist halt was Neues, ja. Ich habe irgendwas getreten gerade. Ich weiß nur nicht was. Der hat einfach nur was Legendäres so fallen gelassen. Ne? Ja. Aber irgendwas hat sich doch geändert, oder? Nee, ich habe immer noch gleich angefangen. Ich bin noch nicht. Ich war nur überrascht, der. Also. Also ich kenne One-It, habe ich ja gemacht für Last Epoch. Also selbst die empfohlenen Voraussetzungen erfülle ich anscheinend. Was? Ja, das sind also, ja immer die minimalen und die. Okay. Ja. Das waren überall ein Häkchen, überall grüne Häkchen nur. Ey. Okay, bei mir nicht. Was? Also, ich erfülle die gerade so, aber. Also minimal tue ich auf jeden Fall erfüllen, nur halt bei mir. Ich weiß ja sogar die empfohlenen war überall ein grünes Häkchen. Und zwar gerade so. Ich empfülle gerade so die Standwert von RAM 8,0 und genauso viel habe ich oder so. Okay. Ja, komm mal her. Aber den auch nicht. Ich glaube, das stimmt, weil wir mal sehen. Ey. Ja. Weiß nicht, bei mir sind immer irgendwie die Treiber von der Grafikkarte irgendwie. Ich habe extra ein Programm, das irgendwie alles automatisch irgendwie so aktualisiert für mich. Aber aus irgendeinem Grund sagt er so, oh, das ist 2 Jahre lang veraltet, was irgendwie gar nicht sein kann. Das Spiel scheint aber auch irgendwie nicht so viele Anforderungen zu haben, so wie ich das gesehen habe. Leute beschweren sich irgendwie, dass die Grafik nicht so dolle ist. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht viel von Grafikkarten oder so. Ich weiß nur immer hier, je höher die Nummer, desto besser ist das. Ja. Oder dann irgendwie, weil nicht so. Die Nummer war irgendwie, weil nicht 600 irgendwas. Ich habe irgendwas mit 1060 oder so. Also. Ich bin auch nicht davon, dass du dafür Windows 7 brauchst oder so. Ey. Standard da? Ja, klar, ich habe Windows 11. Ja, okay. Ich kann da jedenfalls das minimal Windows 7 brauchen, also ich habe Windows 11, also ich bin noch nicht. Ja, ich nehme an. Pass auf, deine Lebensenergie. Ja, ich habe. Soll vielleicht die Karte woanders platzieren, weil ich habe die genau über meinen Lebensbalken platziert gehabt. Deswegen habe ich nicht gesehen, wie viel AP ich hatte. Also wir müssen in dem Kreis von dem Pisser bleiben. Also, glaube ich jedenfalls. Ja, aber Steam ist ja halt irgendwie, solange du nicht mehr als 2 Stunden ein Spiel gespielt hast, kannst du halt ja wieder zurückgeben. Also du kannst dir das Spiel holen, kannst gucken, ob das läuft. Wenn du nicht mehr als 2 Stunden da drauf hast, dann kannst du halt wieder zurückgeben. Also das ist relativ easy. Also dafür ist, tun die ohne Fragen einfach irgendwie zurückgeben. Kannst einfach wieder zurückgeben, ist kein Problem irgendwie. Kannst ja gucken, ob das läuft. Ich weiß jetzt nicht, aber werden die von Palworld jetzt doch verklagt? Weiß ich nicht, das scheint so zu sein. Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht auf dem Laufenden. So. Der nächste Altar ist irgendwo hier. Na Daniel, ich habe gerade einen Energy Drink getrunken. What? Ich bin jetzt einer von denen. Du Gamer, du. Nein, aber nicht so einen wie du jetzt denkst. Ich habe einen von GameStop geholt. Okay. Sind so, das ist so ein Pulver, da muss der Wasser reintun. So, der soll irgendwo hier sein. Ja, da oben wahrscheinlich. Ja. Auf der Mauer. Ja, ich habe den noch nie gemocht. Schmeckt noch, die schmecken auch nicht wie du kennst. Ey. Diese Dosen da von Rockstar, die schmecken alle gleich. Ey. Ja, die riechen irgendwie so wie Kaugummi irgendwie, weil nicht. Das war jetzt hier sauer Apfel, das hat gar nicht mit mir von, also nicht die Dosen geschmeckt, ey. So.
Okay, Nummer 4. Mein Gott, ey. Ist ja voll nah beieinander. Wir haben ja die alle verpasst. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals hier gewesen sind. Ne? Also, ja. Weißt du, wie haben wir die alle verpasst? Wir sind ja noch nicht in alle Ecke des Spiels gewesen. Ne? Also, ja, die ganze Karte haben wir aufgedeckt. Also meistens teleportieren wir uns außerdem. Ne? Also, ja. Ah. Such die Karte irgendwie so zu platzieren, damit wir ja nicht in den Weg kommt. So. Wir brauchen noch, 18 Stück in diesem Gebiet hier. Mein Gott. Ja, ich weiß, Daniel. So, Nummer 4. Das ist irgendwo. Ich glaube, ich sollte immer auf der Karte markieren, wenn wir da hingehen. Irgendwo hier ist das. Das darf ich besser als jedes Mal die Karte hier aufzugucken. Ist, glaube ich, auch eine Trophäe für, ne? Alle Altare zusammen. Ja, ne? Klar. Müsste eigentlich. Ah, irgendwo hier. Oh, Gift. Ich bin noch nicht bereit. Wo bist du, Stück? Ich muss warten. Direkt. Hier. Auch da ist das. Hier drin, glaube ich. Und so, hier. Na, Intelligenz, was soll ich denn damit? So, Nummer 5 ist da. Wird dann wieder als Totenbeschwörer. Oh. Na. Ich werde dann eine Frau sein, Daniel. Scheiße. Na, kann man da nicht anders? Ich hasse Frauen. Wäre wahrscheinlich so ein, ich weiß gar nicht, wie die Klasse heißt, irgendwie so. Ich glaube, du meinst Beastmaster vom Primalist, ist das. Ja. Aber beide so. Papa, wenn du mich fragst, der Kerl. Nein. Nein. Aber beide so eine Armee. Ja. Dann können wir unsere, dann lassen wir unsere Armeen gegeneinander kämpfen. Meine Skelette reiten dann auf deinen Tieren. Ja. Ja. Dann werfen die mit Wölfen nach Drachen. Ja. Oder Menschen. Wölfe, die auf Drachen reiten und mit Würmern nach Menschen werfen. Das war nicht richtig, aber. Doch, war es. Genau so machen wir das. Los, klettert auch mein Pferd. Es klettert unsere Pferde so. Hinter dir ist einer. Nein. Okay. Es gibt keinen Grund, vor mir wegzurennen. Es ist Inspektionstag. Wo landen auf uns? Wer kackt denn da an? Ne? So, warum müssen die 7 jetzt da? Boah. So, nein, was habe ich gemacht? Gib mir das alte. So. Ja, müssen wir wieder hier zurück.
Nein. Ich dachte, die wollen alle. Ich bin auf der Suche nach Altären. Zwar ganz ohne dich. So. Der nächste ist hier irgendwo. Nachdem alle Altäre gesammelt haben, tun wir als One-Shotten. Ja. So läuft dann ab. Wo bist du? Welle der Dunkelheit. Ich habe keine Wut mehr. Ich muss warten. Oh, Blitze. Ja, weg mit den Nähern. Die tun ja die ganze Zeit Spam. Man soll dich machen. So, wo ist das? Nicht in das Event reingehen, geht weg, ja. Da drunter irgendwo. Ich glaube, da unten. In dem Mini-Gebiet hier, in dem Haus hier vielleicht. In den Statuen gibt es auch irgendwie, weil nicht so Merchandise. Hab ich letztens gesehen. Glaub ich sofort. Muss mir so eine Statue da so reinstellen. Nächste ist irgendwo da. War Blitz. Blöd, Viecher. Da nehme ich ganz schnell Reis aus. Was ist überhaupt hier Star Wars The Bad Batch? Das ist auch eine Serie, die gerade am Laufen ist, ne? Ja, die dritte Staffel. Die letzte Staffel sogar. Da geht es um... Die wurden in der siebten Staffel vorgestellt. Das ist so eine Bande von Klonen, die Mutationen haben. Der eine ist stärker als die anderen, der andere ist intelligenter. Okay. Und das spielt direkt nach dem Ende der Klonkriege. Also das Imperium ist gerade, rückt denen auf die Pelle. Okay. Die Klone werden alle ausgetauscht und die versuchen ihren Weg in der Galaxis zu finden. Ich hab gedacht, da wäre irgendwie so was wie Battlefield Bad Company, wo es irgendwie um so eine etwas wo es irgendwie um so eine inkompetente Gruppe irgendwie gibt oder so geht oder so die schwarzen Schafe von irgendwie der Armee oder so. Könnte man auch sagen, ja, die Leute, die anderen Klone mögen die nicht, ne? Also, weil die anders sind. Ja, deswegen ja Bad Batch. Nennen die sich selbst The Bad Batch. Ja. Der schlechte Haufen. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit, die sehen sich selber als überlegen zu den anderen Klonen. Was ist das? Warum bist du am Leuchten? What? Ich muss warten. Ich tritt dich. Nee, da war auf der Karte irgendwie am Leuchten, so der Gegner. Deswegen dachte ich irgendwie, da wäre irgendwie was. Es schlägt auf die Leiche da ein. Okay. Die Bonusse, die wir hier kriegen, sind halt auch irgendwie. Wir haben ja auf so Brettern immer hier so Voraussetzungen, so du brauchst so und so viel Geschicklichkeit, um das freizuschalten.
Hat das auch irgendwie einen Einfluss darauf? Weiß ich nicht. Für die legendären Knoten. Deshalb machen wir das ja, ne? So. Weiß nicht. Was hier, Ich hab ja gelesen, die spielen eine große Rolle für die Bretter, weil sie nicht die keine hier. Okay, ich habe 412 Geschicklichkeit. Und, ach so, ja. Ja, steht ja auch. Da wird ja eher. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Dinger sind dafür da. Hier, wenn irgendwie so ein seltener Knoten irgendwie so Voraussetzungen hat. Ich dachte immer, du musst dann so und so viel Geschicklichkeitsknoten auf dem Brett aktivieren, um das freizuschalten. Aber du musst einfach nur den Wert haben. Also du musst einfach nur so viel haben insgesamt. Also muss jetzt nicht, weil nicht, wenn keine Ahnung, ein seltener Knoten von dir verlangt, oh, du brauchst 20 Geschicklichkeit, dann musst du irgendwie 20 Punkte auf diesem Brett halt freischalten für Geschicklichkeit, um das zu bekommen. Oh. Ja, habe ich gedacht, wie das läuft, aber anscheinend nicht. Hat irgendwie Einfluss auf unsere allgemeinen Werte. Ja, deshalb sammeln die Leute die Schreine, ne? Ja. Und mir steht zum Beispiel 412 Geschicklichkeit. Wenn wir Geschicklichkeit bekommen, dann sehe ich das ja. Die Druckwelle. Boom. Boah, Eis. Boah. Hier ist eine Druckwelle. Wo ist das? Hier? Nee. Hier. Hier irgendwo. Ah, da bestimmt. Ich brauche mehr Wut. Ah, wie viel mal wetten hier drin, ne? Ja. Ja, Stärke. Boah. Wir haben bedacht, sind da schon einige auffällige Orte. So ein kleiner, so eine Sackgasse ist da die. Ja, ja, irgendwie so ein abgelegenes irgendwie. So. Oh. Nein. Ich will dann nehmen gehauen. Yeah. Ich muss warten. Einfach widerlich. Durch die Gegend fliegen mit meiner Druckwelle. So, der nächste ist. Der nächste ist. Wo sind wir gerade? Da. Keine Ahnung, irgendwo da. Im Land da hinten. In einem Land vor unserer Zeit. Ja. Die Filme geliebt. Ich auch. Das große, große Wasser. Ich habe auch eine Serie von ihr. Ja. Gibt's die Filme überhaupt noch? Kommen davon noch Filme raus? Nee, glaube ich nicht. Ja. Was hat deinem Land nach unserer Zeit? Oder während unserer Zeit. Ja. Das ist einfach eine Live-Aufnahme von dem, was wir gerade machen. Ich muss warten. Schatzgoblin. Was top. Ich bin gerade gewandschottet. Ja. Ja, und ich bin aufgelevelt. Also nicht aufgelevelt, aber Paragon. Punkt. Boah, wo wollte ich noch mal hin? Aber ach, der ist gestorben an mir. Schaden ist die physisch, Angriffsgeschwindigkeit, da will ich hin. Ich glaube, da will ich hin. Geh da ein. So. Da, wo ist das Ding? Das ist irgendwo. Hier? Ja, greif mich an, ja, stirb! Ich bin noch nicht bereit.
Yeah. Kann man da Feuer erreichen? Intelligenz. Was soll ich denn mit dem Kack? Ich liebe es einfach, wenn der Daniel irgendwie mein Element kriegt, sagt er sofort, was soll ich mit dem Kack? Hast du das? Ja, habe ich eingesammelt. Oh, okay. Wow, die 12 haben wir sogar. Oh. Wow. Na, jetzt müssen wir wieder irgendwo anders hin. Und zwar. Und die ganzen Dungeons und so ist die Karte voll unübersichtlich. Ja, das glaube ich sofort. Ey. Das ist links von Kyoba Stadt. Kyoba Stadt. Ja, ich erreiche heute meinen letzten legendären Knoten. Yay. Yay. Was bekommst du da Schönes? Mache ich mehr Schaden, mache ich mehr mit meinen Knochenfertigkeiten mehr Schaden. Oh. So, Weltboss in 51 Minuten. Ich bin auf der Jagd nach einem mehr Schaden, mehr Angriffsgeschwindigkeit. 3. Das ist irgendwo. Ich dachte, wir hinreiten können, weil ich in der Stadt war, aber ich habe mich einfach hin teleportiert. No, ich glaube, da wäre. No, ich glaube, das war beim anderen Wegpunkt in der Nähe. Egal. Dann reiten wir hier ein bisschen. Bewegung. Gehen wir aus dem Weg. Ja, auch ihr Rehe. Wo ist das? Oh, wir sind noch ganz da. Nein. Sprung geschafft. Was ist vorhin aufgehangen, ey. What? Weiß der Kuckuck warum? Er hat nicht mehr reagiert, gar nicht mehr, ey. Kann nichts mehr machen. Das kann ich hier nicht tun. So, soll irgendwo hier drin sein? So. In der Siedlung oder Stadt. Bah, Intelligenz. Ich fühle mich so schwach. So, die 14 ist irgendwo da. Hab ich, danke. Ich verstehe immer noch nicht, warum du bei dem Zuckertypen fast gar keinen Schaden genommen hast. Ich auch nicht. Ich hab's halt gesehen. Ja. Er hat ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht, ey. Dabei habe ich nur das komische Räucherding gefressen. Hä? Also nicht. Du hast noch vorher noch einen Trank irgendwas in deinem Kiefer. Alter, was ist denn hier los, ey? Was ist das hier für eine riesige Horde? Also ein Scheiß auf Strom, ich will das nicht. So, jetzt habe ich Geschicklichkeit bekommen. Jetzt habe ich insgesamt 414 Geschicklichkeit und ja, das zählt auch dazu, alles klar. Ja. Okay. So,
So, 8 Stück fehlen noch in dem Gebiet. Meine Güte. Ah. Also wir kriegen noch von irgendeinem Teil einen Fertigkeitspunkt. Gibt's doch auch, oder? Wobei, das könnte sogar sein. Na, von Avatar gibt es jetzt auch eine Netflix-Serie. Da unten ist der. Ja, ja, ich weiß. Das wird eine Menge Diskussion auslösen. Ja, aber gut, ist ja schlecht. Das heißt, der Film ist auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Meine Leute beschweren sich schon wieder so, oh, die Special Effects sehen so komisch aus. Was hab ich? Hast du also Avatar überhaupt gesehen, die Serie? Die Serie, ja. Ich hab die komplette Serie gesehen. Alles sehr gut. Ich hab nur nicht, was danach alles kam hier. Korra und so habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Nur so ein paar Clips von dem Film habe ich gesehen. Ich hab den Film gesehen, ja, der ist nicht gut, also. Aber einige Leute beschweren sich schon irgendwie, weil nicht wegen den Bendiger-Effekten, weil die irgendwie zu langsam sind oder so. Ja, die Bendiger-Effekte von dem Film. Ja, mit dem Erd. Ich weiß, welche Szene du meinst, ne? Mit den Erdbändigern, ja, ne? Ja, gibt diese eine Szene, ja. Oder Iroh ist ein Monster, weil der Feuer aus dem Nichts erschaffen kann. Ja. Weil in dem Film, da können die nur Feuer bändigen, wenn die schon eine existierende Feuerquelle haben. Das ist total bescheuert. Ja, das ist der Grund, warum die halt alles übernommen haben, wie in der Serie. Weil die halt Feuer einfach von überall erschaffen können. Deswegen haben die halt geschafft, ja alles zu erobern. Ja, wo meine Kerzen angehabt, ey. Die sind einfach so wie Mr. Free aus One Piece. Die haben die ganze Zeit so brennende Haare. Ja. So eine Kerze am Kopf. So. Und nun? Ach, da unten ist einer. Bonk. So. Da ist noch einer. Das sind nur so rote Punkte, nur so einzelne. Okay. Über Borderlands sind die Leute sich auch irgendwie am Beschweren. Wegen dem Casting. Ja, ja doch. Die Leute sind angeblich irgendwie zu alt für die Rollen. Missbesetzung, würden sagen viele. Der Humor von Jack Black passt nicht als Claptrap. Stimmt, der ist Jack Black. Wow. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie das rüberkommt. Weil Borderlands hat so ein bisschen so ein Trash-Humor irgendwie. Also das ist jetzt nicht so, ist nicht so Mainstream-Humor halt. Aber nicht mit Kevin Hart und mit Jack Black. Das ist auf jeden Fall Mainstream. Irgendwie ein weiblicher Charakter war irgendwie richtig fehlbesetzt, da beschweren die sich am meisten, aber ich weiß nicht, wer das war. Ich kenne den Charakter, den sie spielt, aber ich weiß nicht, die Schauspielerin. Ja. Ich habe keine Wut mehr. Also die ältere Dame da, war die Ellie oder wie war das die? Ich weiß, der Charakter heißt Tenef, aber ich weiß nicht, die Schauspielerin nochmal. Die alte Frau oder die mit den roten Haaren? Boah, weiß ich nicht. Ich weiß das ja nicht. Ich höre nur, Leute beschweren sich über die irgendwie am meisten. Könnte ehrlich sein. Das ist praktisch ja, die ist die Hauptschauspielerin von der Halloween-Serie. Ah. Die Serie, von den Halloween-Filmen, wenn wir von der alten Frau reden. Hm. Ich weiß das nicht. Ich habe den Trailer ehrlich gesagt nicht mehr so gut in Erinnerung. Wie so ein Goldfisch, ich weiß. So, wo ist das? Rechts von Kiowa Shot.
Das ist 18, das ist so schwer. Das Reichsung Kyrostadt, da ist die 10. Da ist das irgendwo. Ha, da könnte ein bisschen dauern. Aber der Charakter heißt Ellie? Nein, die Schauspielerin heißt so. Ich weiß auch nicht, von welcher du redest. Also. Der große weibliche Charakter. Die eine hat rote Haare und die andere ist eine alte Frau. Ich kann mich an keinen Borderlands-Charakter erinnern, der eine alte Frau ist. Deswegen nehme ich mal an, die ist das dann. Ja. Die hat graue Haare, die ist schon alt, die Frau. Ich höre irgendwie Leute beschweren, dass die Leute zu alt sind irgendwie. Ja, das kann gut sein, ja. Was ist das denn? Befreiung, Ereignis? Ne. Fallout kommt ja auch ein Film, ey. Jetzt kommt von allen Sachen jetzt ein Film. Serie, ich weiß auch gar nicht, war das ein Film oder eine Serie? Ja, ja, oder Serie, keine Ahnung, weiß ja nicht. Ja, weiß ich, weil in letzter Zeit haben diese Gaming-Adaptations haben die einen Erfolg gehabt. Ja, ja, einige. Ja. Da kam der Witcher. Kam auch gut an, aber dann die nächsten Staffeln waren wieder nicht so gut. Da kommt wieder was Neues von The Witcher, eine neue Netflix-Serie. Mhm. Du könntest noch herumreisen, mit Game of Thrones haben die das auch geschafft. Was? Das ist ja diese neue Serie. Die neue Serie. Ja. Ja, die ist ein super Erfolg. Also. Ja, ich wollte schon sagen, ich. Was die Originalserie meinst, dann nicht. Das hat auch den folgenden Grund, weil die da Source-Material haben. Die haben da halt Sachen, wo die Informationen herziehen können, ne? Die Bücher. Ja. Bei der letzten Staffel war das Problem, da ist denen das, die Bücher sind ja noch nicht fertig gewesen. Ja, wir wollen aber Geld haben. Ausdenken. Aber wir wollen Geld. Die sich selber was ausdenken, das ist nicht so gut gegangen. Ja, ja. Mit House of the Dragon, die Story, die ist ja, die ist, die gibt es in den Büchern, die ist fertig. Da müssen die nur da machen, was in den Büchern passiert ist und setzen. Hm. Nicht irgendeinen Scheiß ausdenken. Willst du mir also sagen, wenn, wenn der originale Macher an der Serie beteiligt ist, dass die Serie dann besser ist? Boah. Also wie in Star Wars, ey. Kaum ist George Lucas ist nicht mehr dabei. Geht aus dem Bach runter. Das ist ja der Witz. Ja. Ja, ja. Die haben ja die Serie schnell, die wollten die schnell beenden, die Macher von der Serie, damit sie einen Star Wars Film machen können. Und dann wurde der Star Wars Film gecancelt. Da. Also hat der alles perfekt funktioniert. Ja. Community, die ist am Ausrasten wegen dem Battlefront, ey. Ja. Freuen sich alle. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Der einzigste Haken ist, der hat kein Crossplay, also. Ja, ist schade. Ja. Aber 64 Spieler Multiplayer, da sind die Leute am Ausrasten. Ja, ja. Aber so, weil ich früher sehr viel früher ein bisschen online so gespielt, aber war noch so. Ich habe da nie online gespielt, oder? Ich habe da das schlechte Schrei gehabt. Ja, ich hatte die auch für PS2 weiter, aber ich habe mir die auch für PC geholt, wo ich online spielen konnte. Weil mit meiner PS2 habe ich das nicht hingekriegt. Da war noch eine andere Zeit, da war viel komplizierter damals. Ja. Mit der PS2 irgendwie online zu gehen und so. Und ich habe das versucht sogar. Hat nicht funktioniert. So, warte mal, warte jetzt die 20, ja. Dann haben wir die 21. Die 21 ist. Hier. Ah. Oh.
Wo ist mich? Sind sogar einige Sachen, die im Original nicht dabei waren, so Kid Fisto und so, ne? Das heißt Rentress, ey. Ja. Die das sind DLC-Charaktere. Was Sarge Ventress ist ein bisschen komisch in dem Spiel, weil ihre Lichtschwerter irgendwie wie Nunchucks benutzt, ey. Die sind irgendwie miteinander verbunden, die tut die so schwingen wie Nunchucks. Was zum Teufel, ey. Hat der aber nicht in der Serie, oder? Nein, das ist es ja. Die hatte, also auch, die hatte nur zwei Lichtschwerter, ne? Ja, die konnte die auch zusammen machen, um ein Doppellichtschwert zu machen, aber die konnte die nicht wie Nunchucks in der Gegend rumschwingen. Muss ich dir vorstellen, du hast zwei Lichtschwerter und da sind Seilen. Ja, ja. Das ist zum Teufel. Kid Fisto ohne Top. Ja. Nunchaku. So, noch zwei. 21, 22, da müssen wir schon wieder da unten hin. Boah. So, das gleiche müssen sie jetzt eigentlich nur noch mit Knights of the Old Republic 2 machen. Mit hier wiedergestellten Content und so. Das kriegen die aber nicht hin. Dann. Ja. Wieso, das Spiel, das gibt es ja für die Switch oder so. Mit wiedergestellten Content? Ne, das nicht. Ja, da meine ich ja. Die haben ja voll viele Sachen ausgelassen vom zweiten Teil. Ja, ich weiß. Wir haben das Spiel, der zweite Teil, der wurde innerhalb von 7 Monaten oder so gemacht, ey. Wir haben die, deshalb ist da so viel am Fehlen. Die haben die Droidenfabrik ausgelassen. Ja. Die hatten ja ursprünglich versprochen, dass sie das hinzufügen, aber dann haben sie sich gemacht, ne, machen wir doch nicht. Ja, aber die Leute wahrscheinlich nicht, ne. So, auch wissen kann ich. Ja, hier müssen wir hin. Da werden die ja verklagt. Ne? Ja, wurden die? Die Sammelklagen, die Fans sind, haben sich verarscht gefühlt, ne? Ja. Die haben sich das Spiel extra geholt, weil denen versprochen wurde, dass da extra Content dabei ist. Und dann haben sie gesagt, ne, machen wir doch nicht, als das Spiel rauskam. Warte mal, das ist doch illegal. Ja, ist es eigentlich auch. Könnt ihr es wagen? Deswegen holt man sich die PC-Version und tut sie einfach eine Mod runterladen. Das ist angeblich viel einfacher. Könnte ja noch irgendwo hier rumliegen, die Originalversion davon. Ich weiß nur nicht, ob die noch funktionieren würde, ob man da irgendwie Steam aktivieren muss oder irgendwie sofort. Da gab's ja damals nicht. So, den haben wir. 25 ist. Ja, den haben wir auch. Welchen haben wir noch nicht? 27, den haben wir noch nicht. Und dann haben wir alle schon mal hier im zersplitterten Gipfel. Ah, okay. Und was ist das hier mit diesen, was ich da mal erzählt habe, Young Jedi oder irgendwie so, was du mal erwähnt hattest? Ja, das ist eine Kinderserie. Ja. Ja. Ich sehe immer nur. Weil ich davon immer die ganze Zeit so Lego-Sets irgendwo sehe. Yoda und so eine Maus, die irgendwie ein Jedi ist. So ein Mauskind oder irgendwie sowas. Das ist ein Bär. Der ist blau. Ja. Ja, da gab es auch jemand, der mit der Maus aus. Oh, ist ja viel. So. Suche von Altären von Lilith. Ich habe einen Schrein verpasst. Nehmt alle Altäre von Lilith in einer Region ein. Okay. So, listiger, ja, Sucher. Was? Wo? Nee, doch nicht.
Wer weiß nicht. Gehen wir bei Regionsfortschritt. Bist du auch ein listiger Sucher? Ja, du hast doch gar nicht. Ja. Sehr doch. Ich muss warten. Okay. Was ist denn? Glitzernder Stein. Was ist das? Ich habe eine Quest gefunden. Eingefrorene Geode. Ja. Was ist das? Ja gut. Ja gut, haben wir das schon mal. Kann ich eine Karte schon mal wegpacken? So. Nächste. Wo haben wir denn schon ein paar? Wie war es mit Caches da? Da haben wir schon. Da brauchen wir nur noch 10 Stück. Habe ich von Kirgistan. Von irgendeinem habe ich noch nicht die Karte. Wo ist Kirgistan? Unten links. Da. Da Kirgistan, ne. Da müssen wir hier hin. Zum Altar des Untergangs. Okay. Ja. Du bist da. Oh, hier wird für mein Pferd, ey. Pferderüstung. Was? Wo fängst du die ganze Sachen? Ich bin in meiner Truhe hier. Habe ich irgendwo verpasst anscheinend. Fährt der die ganze Zeit diese Dinger, ey. Ich würde auch. Nein. Du hast ja sowieso nie was an deinem Pferd. Nein. Doch. Doch. Ja. Doch. Nein. Ich weiß von was das ist. Das ist dann nicht, hoffe ich jedenfalls. Alles mit dem verwandt. Das ist das einzige, was Schatzgoblin, das sind das, ist das einzige, was an Amerikaner immer denken, wenn die im Deutschen irgendwie Nein sagen hören. Ja, klar. Jemand immer hat Kommentar, ich irgendwie lese im Internet. Das ist voll merkwürdig. Davon gibt es ja irgendwie voll viele Memes. Ey. Das ist irgendwie voll merkwürdig, wenn du irgendwie verstehst, was die sagen. Aber die Untertitel sagen was vollkommen anderes. Ich weiß. Das ist wie Animes gucken halt, ne? Ja, irgendwie schon. Also für mich jedenfalls. Ich verstehe ja nicht alles. Ich auch nicht. Genau so ist das. Ja, diese Szene anzugucken ist genau wie Animes anschauen. Oh. Wo sind wir? Am Strand. Ich gehe am Strand. Ich gehe am Strand. Stepping on the beach. Gonna beat my meat. So. Kreise. So, die 2 haben wir. Wo ist die 3? Die 3 haben wir auch. 4. Haben wir auch. Mein Gott. Ich weiß doch gar nicht, welche wir alle haben dann. Ich sehe doch auf der Karte. Ich weiß. 6 haben wir. Die 7 haben wir. Mein Gott, waren wir gründlich hier. Wo ist die 8? Warum ist die 8 ein? Die 8 haben. Haben wir die? Ist das die 8?
glaube nicht. Wo ist denn das? Das Trockenstäbe auch. Karte, bitte. Sei nicht so verwirrend. Sieht gar nicht so aus wie hier. Ach, da mal noch nicht. Alles klar. Dann mal einmal teleportieren. Halte ich auch meinen Arm fest, wenn ich durch meinen Teleporter gehe. Dann kommen wir auf der anderen Seite irgendwie jetzt. Das ist in so eine Fusion raus, so wie die Fliege hier in der Film. Ja, das war eklig, der Film. So. Aua! Hau mich nicht von meinem Pferd. Ich bin noch nicht bereit. Ihr elenden Drecksviecher, Mann. Lass mich auf mein Pferd. Eine Nasenlänge voraus, nein. Nein. Kein Horn habe. So, was so? Warum sagt er, wir sollen hier in der Grenze? Was so? Was ist mit der Karte los? Das ist eine Sackgasse, aber er sagt mir einfach, ich soll da geradeaus hingehen. Ey. Ja, geh einfach durch dieses Gebiet, was keine Karte ist, durch. Ne? Geh einfach. Nimm eine Abkürzung. Ja, über die Berge. Naja. Der geht einfach hier so über so Gebiet, wo man nicht hingehen kann. Kommt doch eine Harry Potter Serie, wollen die auch machen. Ja. Wenn ich mich jetzt nur ein bisschen in Harry Potter auskennen würde. Ja. Die ersten beiden Filme habe ich gesehen. Ich glaube den dritten auch. Da geht es um einen großen schwarzen Hund. Ja. Er ist gefangen im Gefängnis. Ja. Das ist das Haustier von dem Hagrid, ne? Ja, was? War nicht so, oder? Nee, aber der Greif. Nein. Ne? Yeah, das ist ein anderer Hund, den du meinst. Das ist Fang, der hat Zähne. Hey, gut, das ist ein hässlicher Kerl. Ja, hässlich, wie kannst du es wagen? So, da. Wir brechen Hagrids Megatonnen fettes Wahlherz. Oh. Der sagt mir, ich soll einfach hier unten links. Okay, jetzt endlich runter da. Das hat mich so einfach da runter. Oh, das ist Italien. Was? Da ist ein Stiefel auf der Karte. Boah. Oh nein, es regnet. Aber du wirst ja jetzt nicht mehr nass, ne? Ich wurde schon nass auf dem Weg nach Hause, ey. Ich meine, wenn du zu Hause bist. Ja. Oder haben die wieder Mist gebaut? Ich war bei GameStop dann, da haben die meine Karte weggeschmissen. What? Ja, weil die nicht mehr, die machen das nicht mehr mit der Karte. Haben die gesagt. What? Ja. Was soll ich jetzt mit meiner machen? Ich weiß nicht, ob das bei dir, die hat meine Karte, ich hab ja nicht die weiterentwickelt, die hat gesagt, wir machen das. Gott, was machen die an? Jetzt habe ich Angst, meine Folge zu sein. Du musst ja auf der Seite von denen dich da irgendwie anmelden, da gibt's was anderes. Ey. No. GameStop Pro oder sowas. Jetzt habe ich Angst, meine Karte zu zücken beim nächsten Mal. Ich werde aber sagen können, dass hier ein Schrein ist. Ich wäre jetzt einfach wieder weggegangen, weil ich den da in der Ecke gar nicht. Da habe ich vorhin gedacht, ich habe einen verpasst, ey. Er sagt überhaupt nichts, dass hier ein Schrein ist. Der geht hier einfach hin und dann teleportiert er sich woanders hin.
Er hat doch einfach nur so ein, wieder einer eine random Pinkelpause. Hast du 24 von 31 in diesem Gebiet? Neue Regionsfortschritt. Ich weiß nicht, wie man das bei dir aufruft. Ich muss einfach mal hier. Ja, habe ich eine 24. Irgendwie haben die gesagt, hier die PlayStation 5 ist in ihrer späteren Hälfte ihrer Lebenszeit. Okay. Ja. PS5 gesagt. Die Macher davon, von der Sony, die haben gesagt, PS5 ist jetzt in ihrer zweiten Halbzeit oder so schon. Glaube ich nicht. Haben die gesagt? Ja, wollen die machen? Eine PS6 rausbringen oder was? Nächstes Jahr oder was? Machen die schon. Sind die schon dran am Arbeiten, ne? Boah. Haben da kaum Leute irgendwie eine PS5 bekommen? Für die meiste Zeit. Ja, können die aber nicht für dann. Ich meine, nur weil du zu blöd bist, eine zu kriegen, dann heißt das nicht, dass die aufhören, welche zu machen. Ja, nicht nur ich, die haben ja voll viele Probleme gehabt, die halt Leute irgendwelche bekommen haben. Ja, aber die haben ja Geld gemacht, also ist das für die nicht ein Problem gewesen. Ist ja nicht, als wurden die geklaut, die PCs, die wurden gekauft. Boah. Ist das? 15 haben wir. 16. Ich habe 16 von 23. 26 von 23. Ja. Boah. Man kann irgendwie die anderen Dinge abstellen, ne? Wegpunkte, Dungeons, Stützpunkte. Das ist voll verwirrend, wenn ihr nehmen nur die Altäre nämlich hier aufgelistet auf der Karte, deswegen mit den ganzen anderen Symbolen nicht auf der Karte, ist auch schon viel besser eigentlich. 17. Also das ist jetzt die zweite Karte. Von dem Ding gibt es zwei Karten. Einmal im Norden, einmal im Süden. Jetzt müssen wir da auch noch nachgucken. Da. Ja. Was machst du da? Nix. Ich über das Zielen. 3. Ja, ich glaube, 4 haben wir nicht. Vier ist der das? Ja. 5 haben wir. 6 haben wir nicht. Okay. Nee, wir tun nicht also one shot nach dieser Schnitzeljagd hier. Wenn ich irgendwie an diese auf einer normalen Old Republic, so Holokrone, die man sammeln konnte. Kann gut sein, manche da waren auch so Stat Boosters irgendwie, die wir finden konnten. Ja, genau. Ja, da war irgendwo mal so eine Sandraupe auf Tatooine. Da haben wir irgendwie versucht, wieder hoch zu springen oder so. Wir sind ja, da nicht genau hochgekommen. Schatz, Gott, bleiben. Aua. Oh, ein vermachtes Schwert. Boah, ist das schwach. Jetzt ja gut. Ich hab den nicht fallen gelassen. Okay. Ist hier ein Schrein? Nee. Schatzgoblin war da.
Was ist das hier? Karge Dünne. Die kargen Dünnen. Das PvP-Gebiet, glaube ich. Irgendwo hier. Da. Oh. Wir sind Alter. Oh. Ah. Ich habe keine Wut mehr. Da fällt ich rein. So, welcher war das hier? So, 4 Stück noch in diesem Gebiet. 6, 7, da waren wir gerade, ne? Ja. 7. So, das ist wieder hier. Müssen wir wieder. Ne. Dann müssen wir wieder die Dinger da reinpacken. Das kann ja. Ich hier nicht tun. Was ist das hier eigentlich? Wegpunkt. Achso, ja. Ich habe die ganzen Symbole auf meiner Karte deaktiviert. Dass ich mich, jetzt habe ich mich gewundert, was ist denn das? Das ist gar nicht markiert bei mir. Wenn ihr nicht läutert, verliert ihr alle eure Dinger des Hasses. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, irgendwie. Knights of the Old Republic hat den Civ-Codex irgendwie erfunden. Also die haben den Civ-Codex hier eingeführt. Und ich glaube den Safari auch. Das kann gut sein, ja. Da habe ich irgendwie überrascht, habe ich irgendwie letztens herausgefunden. Während der originalen Trilogie gab es noch gar sehr viel. Ja, ja. Vader war einfach nur ein böser Jedi und Palpatine, ja, der war ein Typ in der Kutte, ey. Der Pizza seine anschießt. Ja. Der Begriff, den gab es da noch gar nicht, ey. Ja, der ist irgendwie nicht so richtig erklärt worden, ne? Der hat der sich erst später ausgedacht, der gab es dann. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich bin dieser alte Mann, aber ich kann auch Blitze schießen. Stimmt, da wurde irgendwie nie so erklärt, so, ja, übrigens, ich war auch irgendwie mal ein Jedi oder ich hatte irgendwie war auch nicht Zips geplant, oder so. Ursprünglich war auch nicht geplant, dass Vader der Vater von... Ja, ja, das ist in Episode 5, glaube ich, ne? Sollten auch nicht worden. Geschwister sein, ursprünglich, deshalb haben die sich auch gekürzt jetzt. Ja, ja. Ich meine, da gibt es ein Video, how many incest is it? Ja, ja. Ich meine, deshalb war der so überrascht, weil der wurde dem erst zum letzten Schluss erzählt, dem Mark Hamill. Ja, ja. Deshalb war der auch so überrascht, der. Hat der gut, ja, das hat er nicht geschauspielert, der wusste das echt nicht, ey. Naja. Oh. Da blinkt denn da. Ja, so was hatte ich auch gerade. Da ist dann irgendwie so ein Typ irgendwie am Stehen. Was? Ich meine es nicht. Wer seid ihr? Ich bin lediglich eine Verbindung für Akkord. Haben wir angesprochen. Ich auch. Nichts gemacht. Da oben war übrigens ein Altar. Hier irgendwo. So. So, 2 noch. So, welcher war das jetzt? Die Klonkriege, die waren auch was komplett anderes hier. Klonkriege, die wurden ja kurz in Episode 4 erwähnt, ey. Ja, ja. Ja, aber die waren was ganz anderes. Das war nicht eine Klonarmee, die für die Republik gekämpft hat, sondern das war eine
Klonarmee, die Republik angegriffen hat. Da waren so böse Typen, die nannten sich die Clone Masters und die haben eine Armee aus Klonen die Republik gefunden. Alles klar. Was erscheint in Trockensteppe? Feind markierte Spieler können euch angreifen. Das sind viele Gegner. Bin gar nicht das Zeug hier einzusammeln eigentlich. Ich bin noch nicht bereit. Bin kurz mal Level 90. Ich hab mehr als die Hälfte, aber da dauert. Hast du hier einen Schrein? Nee. War hier irgendwo. Fliegen. Bin voll in die Menge reingetreten, ey. Hier ist einer. So, und der letzte von dem Gebiet soll irgendwo hier sein. Auf dem Weg. Hier, hier. Mein Gott, das Gebiet wird gar nicht auf der Karte angezeigt. So, da war der letzte in Kirgisistan. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Oh. So. So, ich habe alle den Catches dran. Ja. Wir beide. Okay.